Captain Norbu stand auf der Brücke der mobilen Raumbasis Durok Space One, die über dem Wüstenplaneten Durox schwebte. Sein Blick glitt über die sandigen Ebenen, die sich so weit erstreckten, dass sie am Horizont mit dem klaren, blauen Himmel zu verschmelzen schienen. Es war eine trostlose und lebensfeindliche Welt, die nach Veränderung schrie. Norbu hatte diesen Planeten zu seiner Mission vom Admiral selbst übertragen bekommen, die Terraformierung von Durox, um aus diesem trostlosen Ort eine grüne Oase zu machen. Imposante Maschinen, die wie gigantische Insekten auf Stelzen wirkten, arbeiteten unermüdlich am Boden, wühlten den Sand auf und pflanzten kleine Setzlinge in die frisch angelegten Gräben. Als er sah, wie sich die ersten zarten Triebe ihren Weg an die Oberfläche bahnten, spürte Norbu eine tief empfundene Freude. Es war eine Aufgabe, die ihm der Admiral ans Herz gelegt hatte, die Erschaffung von neuem Leben in einer scheinbar toten Welt. Es war ein Akt der Hoffnung. Der Captain betrachtete das holographische Bild von Durox, das in der Mitte der Brücke schwebte. Er konnte sehen, wie sich die ersten grünen Flecken auf der Oberfläche ausbreiteten und langsam aber sicher eine Veränderung eintrat. Doch sein Blick fiel auch auf die wachsamen Sensoren, die das umliegende All scannten. Denn obwohl Durox derzeit noch eine dünn besiedelte Welt war, gab es mit Sicherheit auch andere in der Galaxie, die an diesem Planeten interessiert waren. Norbu wusste, dass er und seine Crew nicht allein waren. Norbu war sich sicher, dass es rivalisierende Raumfahrer und Forscher gab, die ebenfalls ihre Augen auf Durox gerichtet hatten. Die Herausforderungen waren vielfältig. Nicht nur musste die neu errichtete Sphäre vor möglichen Angriffen geschützt werden, sondern auch die Natur selbst stellte eine Bedrohung dar. Die extremen Temperaturen und Wetterbedingungen auf Durox machten die Terraformierung zu einem komplizierten Unterfangen. Norbu war sich jedoch sicher, dass sie es schaffen würden. Sein Team arbeitete mit Leidenschaft und Hingabe an ihrem gemeinsamen Ziel. Jedes einzelne Crewmitglied war sich der Wichtigkeit ihrer Aufgabe bewusst und kämpfte tagtäglich gegen die Widrigkeiten des Wüstenplaneten an. Während Norbu den Fortschritt betrachtete, spürte er eine tiefe Verbindung mit Durox. Der Planet war der Ursprung seiner Art und der Ort im All, zu dem sein Volk eine tiefe Verbindung besaß. Captain, soeben sind drei schwer bewaffnete Schiffe in unseren Sektor eingetreten. Sie bewegen sich mit Hyperdrive im Direktflug auf Durox zu. Starten Sie das planetare Verteidigungssystem. Nehmen Sie alle drei Schiffe als Ziel. Sollte sich herausstellen, dass es Aggressoren sind. Eliminieren Sie auf meinen Befehl zwei davon. Behalten Sie das dritte im Visier. Jawohl, Captain. Captain, wir werden gerufen. Öffnen Sie den Kanal. Im Namen von Lorias beanspruchen wir dieses System. Jeglicher Widerstand ist zwecklos. Feuer. Oh, entschuldigen Sie, das war ein Reflex. Wie war nochmal Ihr Anliegen? Ach ja, Sie wollten diesen Sektor annektieren. Richten Sie Ihrer Führung aus, die nächsten Schiffe, die sich uns nähern werden, noch im Hyperdrive von uns abgeschossen. Haben Sie das verstanden? Ja, ich habe verstanden. Ein schneller Kreuzer wird Sie begleiten, bis an die Grenze unseres Territoriums. Captain Ramson, geleiten Sie den Aggressor an unsere Grenzen. Jawohl, Captain Norbu. Sie haben es gehört, auf die Kampfstation. Fremdes Schiff wenden Sie. Ja, wir haben verstanden. Wenn Sie bereit sind, springen Sie in den Hyperraum. Der Captain des lorianischen Schiffs hatte sich das auch anders vorgestellt. Bis zum heutigen Tage hatte er immer die Oberhand gehabt. Umso schmachvoller war es für den lorianischen Captain, eine so niederschmetternde Niederlage zu erleben. Eine Waffe, die mit einem einzigen Schuss
einen Kampfkreuzer der Länge nach durchbohrt und dabei sprengt. War für ihn bis zum heutigen Tag undenkbar gewesen. Unsere zuletzt verwendete Kommunikationsfrequenz wird vom Aggressor blockiert. Er selbst kommuniziert mit seiner Flotte. Offenbar geht es um einen Hinterhalt. Taktik? Bereiten Sie die Rammschilde sowie die Phasengranaten vor. Jawohl, Captain. Ich halte die Kommunikation mit unseren Schwestern über das neuronale Netzwerk. Captain Ramsen, handeln Sie nach eigenem Ermessen. Das werde ich, Captain Norbo. Ramsen, Ende. Wie lange noch bis zum Kontakt? Noch 500 Parsec, Captain. Ripper, ziehen Sie alle relevanten Daten aus dem Schiff des Aggressors. Jawohl, Captain. Ich rufe alle Captains der Flotte. Ich werde in etwa 500 Parsec eine Auseinandersetzung mit einem unbekannten Feind haben. Captain Turok, geben Sie Captain Ramsen Unterstützung. Captain Ramsen, wir sind in 300 Parsec bei Ihnen. Danke, Captain Turok. Die Datenbank des Aggressors ist kopiert. Sie nennen sich selbst die Lorias. Sie haben mehr als 85 Welten überfallen und versklavt. Sie plündern diese Welten wegen der Rohstoffe, ihre Vorgehensweise ist immer dieselbe. Zuerst versuchen sie die Welt mit drei ihrer Kriegsschiffe zu annektieren. Klappt das nicht, stellen sie dem Gegner eine Falle. Der letzte Schritt sind dann gesteuerte Asteroiden, die den Planeten des Gegners unbewohnbar machen. Es sieht so aus, als helfen bei dieser Spezies keine guten Worte. Andererseits, von welchem Rohstoff reden wir? Admiral, es geht um das Element U92. Ist das Ihre Energiequelle? Ja, Admiral. Captain Norbu, wie viel von diesem Element ist auf Durox? Ich lasse danach suchen, Admiral. Replizieren Sie so viele planetare Verteidigungsgeschütze, wie es in der kurzen Zeit geht. Richten Sie einen zweiten Perimeter ein. Durox hat ein U92-Vorkommen von 150.000 Tonnen. Ich danke für die Unterredung. Ramson, Ende. Ripper, haben Sie alle Daten aus dem Schiff des Aggressors? Ja, Captain, die habe ich. Teleportieren Sie den Captain des Schiffs in den Musterpuffer. Mit ihm werde ich mich noch unterhalten. Captain Ramsen, wir verlassen in wenigen Parsec den Sprungtunnel. Unsere Sensoren zeigen eine Armada von 6 Kampfschiffen sowie 2 Mutterschiffen an. Gehen Sie in vollen taktischen Zustand. Sie werden in einem Trümmerfeld den Hyperraum verlassen. Danke, Captain Turok. Das Reich Loria erstreckt sich über 85 verschiedene Welten. Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass dies für diese Welten von wirtschaftlichem Vorteil ist. Doch bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass die Lorianer, eine einzige Spezies, diese Welten ausbeuten. Jede dieser Welten musste sich der Macht der Lorianer beugen. Diejenigen, die standhaft blieben und sich nicht unterjochen lassen wollten, wurden von ihnen eliminiert. Jetzt werden die unbewohnbaren Planeten von den Arbeitssklaven Lorias ausgebeutet und ihrer Rohstoffe beraubt. Loria schickt regelmäßig Sonden los, um nach neuen Rohstoffquellen zu suchen. Dabei achten sie jedoch darauf, dass ihre Sonden unentdeckt bleiben. Eine dieser Sonden hatte den Planeten Durox als vielversprechendsten Kandidaten für Abbauaktivitäten identifiziert. Wie üblich entsandte das Reich 3 Kampfschiffe zur Annexion des Planeten. Doch dieses Mal endete es in einem völligen Desaster für die Lorianer, eine völlig unvorhergesehene Niederlage. Der verbliebene Captain eines Kampfschiffs versuchte daraufhin heimtückisch, das schnelle Schiff von Captain Ramsen anzugreifen. Was die Lorianer jedoch nicht wussten, sie hatten es mit einem Gegner zu tun, dessen technologische Möglichkeiten weit überlegen waren. Noch bevor Captain Ramsen in die Falle tappen konnte, wurde die gesamte Flotte vom Mutterschiff Terra One
mit nur einem Schlag vernichtet. Das Debakel der Lorianer auf dem Planeten Durox hatte ungeahnte Konsequenzen für das Reich. Die Vernichtung der gesamten Flotte durch das Mutterschiff Terra One war ein Wendepunkt in der Geschichte des Reiches Loria. Captain Ramson und ihre Crew waren keine gewöhnlichen Rebellen oder Widerstandskämpfer. Sie waren Mitglieder einer bis jetzt neuen und immer noch geheimen Spezies von Cyborgs, KIs und Menschen, die jetzt gegen die Tyrannei der Lorianer antraten. Sie selbst wurden von einem früheren mächtigen Gegner der Schwarm genannt. In dieser Situation erinnerte sich Captain Norbu wieder daran. Er beschloss, sich ab jetzt der Schwarm von Durox zu nennen. Unter diesen Namen kämpfte der Schwarm für Freiheit und Gerechtigkeit. Es war kein schleichender Krieg gegen das Imperium. Terra One war das Flaggschiff des Schwarms, ein technologisches Meisterwerk, das die Fähigkeiten der Lorianer bei weitem übertraf. Mit fortschrittlicher Stealth-Technologie und überlegenen Waffen schaffte es das Mutterschiff, die Flotte der Lorianer mühelos zu vernichten. Dieser Sieg veränderte alles. Die Nachricht von der Niederlage der Lorianer und dem Aufstieg des Schwarms verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die Welten des Reiches. Die unterdrückten Völker schöpften Hoffnung und begannen, sich zu organisieren. Eine Rebellion entflammte, während die Lorianer mit den Auswirkungen ihrer eigenen Gier und Brutalität konfrontiert wurden. Captain Ramson und ihre Crew wurden zu Helden und Symbolen des Widerstandes. Sie zogen mit ihren Schiffen von Welt zu Welt und befreiten die Sklaven von der Herrschaft der Lorianer. Ihrer mächtigen Flotte beraubt, konnten die jeweiligen Gouverneure der Lorianer nichts gegen die Übermacht des Schwarms ausrichten. Die einstigen Sklaven wurden zu Freiheitskämpfern, während das Imperium mit jedem Tag schwächer wurde. In den folgenden Jahren gelang es dem Schwarm, einen Großteil der Welten aus den Fängen der Lorianer zu befreien. Eine nach der anderen erlangte ihre Unabhängigkeit zurück und der Einfluss des Reiches schwand zusehends. Der Widerstand wurde zu einer ernsthaften Bedrohung, die die Lorianer zwang, ihre Ressourcen zu strecken und ihre Kontrolle zu verlieren. Schließlich war der Tag gekommen, an dem der Schwarm Loria selbst herausforderte. Die Hauptwelt des Reiches wurde zum Schauplatz des finalen Kampfes. Captain Ramson und ihre Crew führten einen gewagten Angriff auf das Herz des Imperiums durch, unterstützt von den vereinten Streitkräften der befreiten Welten. Der Kampf war hart und blutig, aber der Schwarm war entschlossen und stark. Die Lorianer kämpften verzweifelt, aber sie waren gegen die vereinte Macht der Unterdrückten chancenlos. Die Tyrannei des Reiches Loria wurde an diesem Tag für immer beendet. Mit dem Fall von Loria begann eine neue Ära der Freiheit und des Friedens für die befreiten Welten. Eine Zeit des Aufbaus und der Zusammenarbeit, in der die einstigen Sklaven zu stolzen und unabhängigen Völkern wurden. Captain Ramson und ihre Crew wurden zu den Gründern eines neuen Reiches. Einem Reich des Gleichgewichts und des Respekts für alle Welten. Die Geschichte des Reiches Loria ist ein Mahnmal für die Gefahren der Gier und der Unterdrückung. Sie erinnert uns daran, dass Freiheit und Gerechtigkeit Werte sind, für die es sich zu kämpfen lohnt, und dass selbst die mächtigste Tyrannei durch den Mut und die Entschlossenheit von wenigen besiegt werden kann. Commander Talia-Angehörige der Spezies Autreska. Im Gegensatz zum Menschen besitzt sie eine natürliche Waffe in ihrem knöchernen Fortsatz am Kopf. Die Spezies der Autreska, deren Fähigkeiten in der Raumnavigation unübertroffen sind. Für sie ist die Kunst des Navigierens durch die endlosen Weiten des Universums ein intuitiver Akt. So wie ein Vogel den Weg am Himmel findet oder eine Wurzel das Wasser in der Erde spürt, so navigierten die Autreska durch das Universum. Es ist eine Gabe, die ihnen in die Wiege gelegt worden ist. Eine intuitive Verbindung zur Raumzeit selbst. Die Autreska hatten seit jeher einen hervorragenden Ruf als Navigatorinnen und Wissenschaftlerinnen. Sie sind bekannt für ihre Fähigkeit, die komplexesten astrophysikalischen Phänomene zu erforschen und zu erklären. Doch Talia weiß, dass dieser Ruf auch seine Schattenseiten hatte. Die Autreska werden oft als verdrehte Genies bezeichnet, vom Rest der Galaxie als rätselhaft und unnahbar betrachtet. Es ist schwer für sie, menschliche Emotionen zu verstehen und nachzuvollziehen. Dies führt oft zu Missverständnissen und Fehlinterpretationen.
Auf ihrem Heimatplaneten Aziris herrschen raue und unwirtliche Bedingungen. Stürme toben über die weiten Canyons und die extreme Hitze lässt die Oberfläche beinahe unerreichbar erscheinen. Dies ist eine bewusste Wahl der Autreska, um ihre Spezies vor gierigen Eindringlingen zu schützen. Sie haben gelernt, dass die Geheimnisse des Universums am besten in Ruhe und Abgeschiedenheit erforscht werden. Doch die Natur ihres sozialen Gefüges ist noch rätselhafter als ihre Heimat. Die Autreska leben in kleinen, isolierten Clans, über Generationen hinweg getrennt und verstreut über den Planeten. Es gibt keine Zentralregierung oder offizielle Organisationsstruktur. Stattdessen vertrauen die Autreska auf genetische Codes, um ihre Beziehungen und Verantwortlichkeiten zu bestimmen. Es ist ein ausgeklügeltes System, das sie vor langer Zeit entwickelt haben, um ihre eigenen Konflikte zu minimieren und ihre Art zu schützen. Henry, ein Mensch, hat das Privileg, einen tiefen Einblick in die wahre Natur der Autreska-Kultur zu bekommen. Durch seine zwischenmenschliche Beziehung zu Talia hat er gelernt, wie die Autreska ihre Emotionen verbergen und ihre Verbindungen untereinander aufrechterhalten. Er weiß von einem Vorfall in einem Biolabor vor Generationen, bei dem die männliche Bevölkerung fast ausgelöscht worden war. Seitdem hatte sich die Genetik der Autreska verändert und eine Geschlechterungleichheit hinterlassen. Es ist ein dunkles Geheimnis, das die Autreska sorgfältig hüten. Talia selbst ist hin und her gerissen zwischen ihrer Loyalität gegenüber ihrer Spezies und ihrer Liebe zu Henry. Durch ihre Beziehung erkannte sie, dass es mehr gibt als nur die gewohnten Pfade des Navigierens oder die strengen Regeln der Autreska. Sie begann, ihr eigenes Verständnis von sich selbst und ihrer Spezies zu hinterfragen und zu erforschen. In ihrem innersten Kern sehnte sie sich nach einem Weg, ihre einzigartigen Fähigkeiten mit den intimen menschlichen Bindungen zu vereinen, die sie noch nicht vollständig verstehen kann. Talia hatte bisher auf Durox noch nie einen so selbstbewussten Menschen wie Henry getroffen, jemanden, der aus freiem Willen in diese Welt gekommen war. Es war äußerst ungewöhnlich und faszinierend zugleich, einen Fremden mitten unter all den hilflosen Seelen zu sehen. Von Neugierde getrieben, wollte sie ihn näher kennenlernen, denn sie spürte sofort eine seltsame Verbindung zu ihm. Es geschah an einem sonnigen Tag in der Wüste von Durox, als Talia das erste Mal Henry begegnete. Er stand auf einem Felsen und ein gigantischer Sandwurm näherte sich ihm bedrohlich. Alle anderen hatten bei einer solchen Begegnung mit einem Sandwurm panische Angst bekommen und waren letztendlich gestorben. Doch Henry blieb ruhig stehen und griff nach etwas an seiner Schulter. Daraufhin gab es einen lauten Knall und der Sandwurm regte sich nicht mehr. Es war offensichtlich. Dieses Wesen besaß die Fähigkeit, einen Sandwurm auch über große Entfernungen hinweg zu vernichten. Nicht nur Talia hatte dies gesehen, sondern auch die anderen Gestrandeten durch das Anomaliephänomen auf Durox. Vorsichtig trat sie näher an ihn heran, ihr Blick voller Neugierde fixiert auf ihn gerichtet. Talia wusste um ihre Andersartigkeit im Vergleich zu den anderen Bewohnern hier auf Durox. Doch scheinbar störte dies Henry nicht im geringsten. Er lächelte ihr entgegen und begrüßte sie so vertraut klingend, obwohl sie ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Der weitere Verlauf ihrer Reise ist ungewiss. Doch Talia ist bereit, die Grenzen der Autreska-Kultur zu durchbrechen und ihr eigenes Schicksal zu gestalten. In ihrem Herzen trägt sie die Hoffnung, dass ihr Volk seine Fähigkeiten und seine wahre Natur eines Tages in all ihrer Komplexität erkennen würde. Wir befinden uns im 8. Dorsek, nach dem Untergang des Lorianischen Reiches. Captain Ramson ist auf Patrouille im Hoheitsgebiet von Durox unterwegs. Die Patrouille dauert bereits seit 2 Zyklen an und es gab bisher keine Vorkommnisse, abgesehen von Kartografien und möglicherweise einem unbekannten Nebel. Plötzlich ändert sich die Situation, als Commander Ripper eine schwache, sich wiederholende Übertragung empfängt. Dem Signal können lediglich 2 Worte, Absturz und Risiko, entnommen werden. Captain, ich empfange eine sich ständig wiederholende Übertragung.
Ripper, was ist der Inhalt der Übertragung? Die Qualität der Übertragung ist sehr schlecht. Ich kann lediglich gesichert nur zwei Worte entnehmen. Absturz und Risiko. Wir müssen das Signal der Übertragung genauer lokalisieren. Dann machen Sie das über eine Triangulation. Durch eine Triangulation des Signals kann die grobe Richtung, aus der das Signal kommt, von den drei Punkten aus ermittelt werden. Commander Ripper schickt zwei Sonden aus, um dies zu bewerkstelligen. Bevor jedoch Captain Ramson eine Meldung nach Durox sendet, will sie mehr über das Signal erfahren. Sie springt nach der Triangulation mit dem schnellen Kreuzer River Gongtse in Richtung der Übertragung. Sobald Commander Ripper die gesamte Übertragung empfangen kann, macht Captain Ramson Meldung nach Durox. Gouverneur Norbu, wir haben einen Notruf empfangen. Es ist eine sich ständig wiederholende Übertragung. Es kann also nicht gesichert gesagt werden, ob es noch Überlebende gibt. Captain Ramson, welche Information enthält die Übertragung? Ripper, starten Sie die Übertragung. Hier ist das autriskanische Forschungsschiff Taktek. Wir haben eine 10-köpfige Besatzung. Wir haben eine Anomalie im Sektor Zeta 7 lokalisiert und sind ihr gefolgt. Die Landung schien normal zu verlaufen, bis wir in der Atmosphäre waren und unsere Maschinen versagten. Wir mussten notlanden, wobei 4 Besatzungsmitglieder schwer verletzt wurden. Starten Sie keine Rettungsaktion, da das Risiko zu groß ist. Auf dem Planeten befindet sich ein gewaltiges Artefakt, dessen genaue Funktion noch unbekannt ist, aber der Grund für unseren Absturz war. Nochmals, starten Sie keine Rettungsaktion. Informieren Sie unseren Planeten über das, was passiert ist. Captain Ramson, gehen Sie der Sache nach und machen Sie Meldung, sobald Sie Näheres wissen. Ja, Gouverneur Norbu, Ramson Ende. Als der schnelle Kreuzer River Gongtse den Sprungtunnel verließ, empfing auch Ripper die Anomalie aus Sektor Zeta 7. Es handelte sich um ein Gravitationsfeld, das den Asteroidengürtel vom Planeten fernhält. Dies konnte definitiv nicht natürlichen Ursprung sein. Captain, meiner Analyse nach können wir unbeschadet nur maximal bis zum Asteroidengürtel vordringen, was immer noch ausreichend in der Reichweite unserer Teleporter ist. Das Gravitationsfeld wird unweigerlich bei jedem Versuch, mit einem Schiff zu landen, zum Absturz führen. Hätten das die Autriskaner auch wissen können? Schwer zu sagen, Captain. Unsere Erkenntnisse beruhen auf herkulanischem Wissen. Dann wahrscheinlich eher nicht. Dodge, halten Sie die Position vor dem Asteroidengürtel. Kommen Sie dem Gravitationsfeld nicht zu nahe. Jawohl, Captain. Ripper, ich denke, wir werden zuerst eine Biosonde zum Planeten und zurück an Bord teleportieren. Sollte das funktionieren, werden wir tragbare Musterverstärker mitnehmen, um zu gewährleisten, dass wir auf jeden Fall wieder teleportiert werden können. Captain, ich schlage vor, wir nehmen Hoverboards mit. Dann können wir gegebenenfalls auch Lasten transportieren. Ripper, das ist eine gute Idee. Bereiten Sie das vor. Der Teleport war erfolgreich. Ich scanne jetzt die Oberfläche nach Lebensformen. Der Scan ergab 4 autreskische Lebensformen. Sie sind ein Karklick von unserem gewählten Landepunkt entfernt. Sonst nichts?
Sonst nichts, Captain. Ripper, dann lassen Sie uns aufbrechen. Sichern wir zuerst die Umgebung, Scan auf maximale Entfernung. Bei mir ist alles sauber. Bei mir auch, Captain. Das Schiff war gewaltig. Seinem Zustand nach ist es vor einigen Dorsek abgestürzt. Ripper, wir erkunden jetzt die Umgebung des Wracks. Ich denke, den ersten Kontakt mit den Autreska sollte Commander Talia durchführen. Ja, Captain. Ich denke auch, das wäre besser. Ramsen, ruft den Admiral und Commander Talia. Captain Ramsen, worum geht es? Meine Crew hat vor einem halben Zyklus eine Übertragung empfangen. Zunächst war sie qualitativ so schlecht, dass wir nur zwei Worte ermitteln konnten: Absturz und Risiko. In Absprache mit Gouverneur Norbu hat meine Crew die Herkunft der Übertragung ermittelt. Um sicherzugehen, dass es keine automatische Übertragung ist, sind wir zum Ursprungsort der Übertragung gesprungen. Wir konnten 4 autriskanische Lebensformen auf besagtem Planeten ermitteln. Captain Ramsen, wie heißt das Schiff? Es ist das Forschungsschiff Taktek. Henry, das ist mein Schiff gewesen. Ich bin im Maschinenraum von der Anomalie erfasst worden. Captain Ramsen, schicken Sie uns bitte die Koordinaten Ihres Standorts. Henry, ich möchte... Captain Ramsen, bereiten Sie alles vor, wir werden so schnell wie möglich bei Ihnen erscheinen. Admiral Ende. Danke, Captain Ramsen. Talia Ende. Talia, voller taktischer Zustand, bis du sicher sein kannst, dass alles in Ordnung ist. Ja, Henry, du sagtest es jetzt schon zum wiederholten Mal. Ich glaube, ich kann mir das jetzt merken. Verena, Energie. Das Habitat hat schon bessere Zeiten gesehen. Tatsächlich, es sind meine Schwestern. Dann mal los. Was haltet ihr von den 3 Geräten, die urplötzlich aus dem Nichts gekommen sind? Am Tag davor waren sie noch nicht dort. Vor allen Dingen keine Spuren führen dorthin, nur aus der Mitte heraus. Richtig, Ines. Jede der beiden Spuren ist ein Halbkreis gelaufen. Und dann waren sie weg. Für mich macht das nur Sinn, dass jemand den Notruf gehört hat und darauf reagiert hat. Eigentlich sind wir nicht gelandet. Wir haben ein Transportsystem, das wir Teleporter nennen. Talia? Wie kannst du durch Türen gehen, ohne sie aufzumachen? Talia erzählte ihren Schwestern von ihrer aufregenden Reise, bei der sie auf Duroks gestrandet war und den Menschen namens Henry kennengelernt hatte. Dieser Mensch besaß verlorenes Wissen und hatte die Fähigkeit, mit anderen so umzugehen, dass sie ihr Bestes gaben. Natürlich waren ihre Schwestern neugierig darauf, diesen Menschen kennenzulernen.
Die Schwestern berichteten im Gegenzug von einem Artefakt, das sie in den letzten Jahrzehnten untersucht hatten. Dabei kam es immer wieder vor, dass eine Schwester dem Artefakt zu nahe kam und plötzlich verschwand. Genau wie Talia. Talia verstand die Situation besser als ihre Schwestern. Schließlich kannte sie sich mit dem Reisen durch Dimensionstunnel aus und wurde daher nicht überrascht. Sie vermutete sogar, dass auch ihre Schwestern durch ein Portal an einen anderen Ort gebracht worden waren. Herzlich willkommen auf der Quer2. Talia, ich nehme an, du willst deinen Schwestern selbst die Quartiere zeigen. Wenn ihr euch frisch gemacht habt, dann sehen wir uns im Gemeinschaftsbereich. Und ich will jede Einzelheit hören, die ihr mir zu erzählen habt. Talia, er ist ja richtig kuschelig. Maggie, Finger weg, das gilt auch für euch. Oh, immer noch so eifersüchtig. Lasst sie doch in Ruhe. Nachdem Talia jeder ihrer Schwestern ein eigenes Quartier und frische Kleidung gegeben hatte, traf man sich später im Gemeinschaftsraum von Talia und Henry zur Besprechung. Was ist jetzt genau passiert? Ani und Susa sind zügig durch den Tempel gelaufen. Wir in einem Abstand hinter ihnen. Urplötzlich taucht dann dieses Ding auf und versperrt uns den Weg. Ani und Susa können nicht mehr aus dem Tempel heraus. Über Funk haben sie uns noch mitgeteilt, dass sie eine größere Höhle und ein Artefakt gefunden haben. Haben sie etwas von einer Anomalie erzählt, in die eine von ihnen verschwunden ist? Susa hat berichtet, dass Ani urplötzlich vor ihren Augen in einem Licht verschwunden ist. Woher weißt du das? Weil Henry so nach Durox kam. Er ist einfach durch die Anomalie gelaufen, mit voller Absicht. Dann wird Susa das wie Henry gemacht haben. Das Ding, das du gerade erwähnt hast. Wie sieht es aus und wie groß ist es? Es ist doppelt so groß wie dieser Raum hier. Rund wie eine Frucht. Am Bauch hat es Tentakel mit Krallen. Es spricht nicht, aber es ist dröhnend im Kopf. Es hat eine Präsenz, die einem das Blut gefrieren lässt. Henry, denkst du das Gleiche wie ich? Ich werde Alana befragen. Entschuldigt mich. Ja, bitte tut das. Wer ist Alana? Alana ist ein höheres Wesen. Sie kommuniziert nur mit Henry. Dann ist Henry auch ein höheres Wesen. Wir wissen es nicht genau. Alana sagte zwar, Henry sei aufgestiegen. Was das bedeuten soll, wissen wir nicht. Das von dir beschriebene Wesen nennt sich Magnus. Es ist ein Telepath. Seine Gedanken sind zutiefst böse. Seine Schwäche ist seine Behäbigkeit. Was könnt ihr mir noch darüber sagen, wie es aussieht, muss ich gegen es in den Kampf ziehen? Wie bewegt es sich, wo versteckt es sich, hat es einen natürlichen Panzer? Du musst dich mental gegen seine Telepathie erwehren. In seiner Umgebung gibt es Halluzinogene. Du darfst in seiner Umgebung niemals ohne Schutz sein. Es ist egal, ob du es einatmen wirst oder auf der Haut hast. Unsere Worte scheinen dich nicht zu ängstigen. Alana, ist er derjenige? Brock, ich denke ja. Dessus, was ist deine Ansicht? Ich stimme Alana zu. Ich, Brock, besiegle die Abstimmung. Henry Folgemir. Ich möchte nicht undankbar sein, jedoch möchte ich wissen, was jetzt passiert. Tritt in die Mitte des Altars und dir wird die Erkenntnis zuteil. Wenn du es sagst, Alana. Thank you.
Zurück auf der Quertu wählt Henry einen Schutzanzug der Delta-Klasse. Dieser bietet ihm durch seine Panzerung rundum Schutz. Jetzt kann er sich dem Telepathen stellen. Ich habe das Wesen erfasst. Es ist noch unter Wasser. Henry, passe bitte auf dich auf. Keine Panik, Talia. Du hast gut reden. Jetzt taucht es auf, es versucht mich zu beeinflussen. Geh weg, lass mich in Ruhe. Nein, du gehörst jetzt mir, mir ganz alleine. Du willst in meinen Geist eindringen, das kannst du haben. Was? Ah, nein, hör auf! Ah, lass mich los! Du tust mir weh! Ich bin ein Mensch, vergiss das niemals. Es gibt Stärkere als mich, viel Stärkere. Henry, was ist passiert? Geht es dir gut? Alles gut. Wir haben uns nur unterhalten. Wir haben uns geeinigt. Es lässt mich in Ruhe. Henry, du hast eine Helmkamera schon vergessen? Ich weiß nicht wie, aber du hast es auf der anderen Seite der Höhle an die Wand geworfen. Es ist gestolpert. Henry, es hat keine Beine. Deswegen ist es ja gestolpert. Henry! Ich frag mich, wozu das gebaut wurde. Moment, diesen Energiestein habe ich schon mal gesehen. Eine gute Nachricht. Hier sind keine autreskanischen Überreste. Von dem Artefakt geht eine massive statische Energie aus. Ich gehe näher. Vielleicht finde ich Hinweise. Sei bitte vorsichtig. Hier ist eine schwache DNA-Spur. Ah. Es ist ein Portal. Es ist vollkommen anders als die Anomalie der Sokoliraner. Die Integrität des Anzugs ist beschädigt. Unglaublich. Diese Pilze kenne ich doch. Ich muss raus hier, wenn ich recht habe. Henry erkannte diese Pilze, die er zusammen mit Talia auf Duroks ein halbes Dorsek gegessen hatte. Duroks Base One.
Ich bin auf Durox. Dann sind Ani und Susa. Bitte, bitte, lass es wahr sein. Ani, Susa, eure Schwestern schicken mich. Henry sah diese einfachen Behausungen und hoffte, Ani und Susa dort anzutreffen. Bei der Behausung angekommen, zeigte sein Scanner zwei Lebewesen an. Doch alles Gute zu reden nützte nichts, die beiden kamen nicht aus ihrer vermeintlichen Sicherheit. Er stellte seinen Kommunikator auf maximale Leistung und rief die Raumbasis Durox Base One. Gouverneur Norbu selbst nahm den Funkspruch an. Er informierte ihn darüber, dass er mit einer weiteren Anomalie hier auf Durox gelandet ist. Gouverneur Norbu rief daraufhin Captain Ramson und First Commander Talia mit ihren Teams nach Durox. In der Zwischenzeit befreite sich Henry von seinem defekten Anzug der Delta-Klasse. Er begann, trockenes Holz zu sammeln, um ein Lagerfeuer vorzubereiten. Dann ging er zurück in die Höhle und holte sich ausreichend Pilze, um drei Personen Essen zuzubereiten. Zögerlich kamen die beiden Schwestern näher. Henry ließ sie durch eine Geste wissen, dass sie zum Essen eingeladen sind. Es freut mich, dass ihr zum Essen gekommen seid. Woher kennst du unsere Namen? Eines meiner Schiffe hat bei einem Erkundungsflug einen Notruf aufgefangen. Als der Captain des Schiffes der Sache nachging, wurden vier autreskanische Lebenszeichen gefunden. Daraufhin wurde ich zusammen mit eurer Schwester Talia verständigt. Nun ist es so, ich bin mit eurer Schwester Talia seit einigen Dorsek liiert. Sie ist in meiner Flotte der oberste Commander. Talia lebt? Wir haben angenommen, dass sie tot ist. Definitiv nicht. Sie ist auf dem Weg hierher. Ihr habt bestimmt diese Raumbase am Himmel gesehen. Ja, haben wir. Diese Raumbase gehört zu meiner Flotte. Der Gouverneur dieser Base hat eure Schwestern Talia, Libby, Maggie, Jasmin und Ines zu uns hierher nach Durox gerufen. In wie viel Dorsek werden sie hier sein? Keine Dorsek-Parsek. Meiner Schätzung nach werden sie in 800 Parsek hier sein. Wie ist das möglich? Unsere Flotte besitzt einzigartige technische Möglichkeiten. Wie bist du hierher gekommen? Auf dem gleichen Weg wie ihr, durch das Artefakt. Nein, das Ding hätte dich nicht vorbeigelassen. Genau, Ani hat recht. Urplötzlich sind die beiden Autreska-Schwester kampfbereit. Sie zielen mit ihren körpereigenen Waffen direkt auf Henry. Henry ist jetzt in einer sehr brenzligen Situation. Er besitzt jetzt seit seinem letzten Besuch bei Alana die Macht, die beiden Frauen weit von sich zu werfen. Doch das würde einen unüberwindlichen Riss zwischen ihn und die beiden Autreska treiben. Bitte wartet. Henry übermittelte den beiden Autreskanerinnen telepathisch das Gespräch mit ihren Schwestern sowie das, was im Tempel mit Magnus passiert war. Susa und Ani erkannten, dass Henry, wenn er ihnen hätte schaden wollen, das schon längst hätte tun können. Offenbar besänftigte sie das, zumindest so weit, dass sie ihre körpereigenen Waffen ruhen ließen. Du bist stärker als das Ding, du hättest uns... Nein, niemals! Wir sind schon zu lange alleine. Ich weiß, leider kann ich das nicht ungeschehen machen. Aber ich kann etwas anderes. Ich kann euch ein Bad anbieten und etwas zu essen, was immer ihr wollt. Außerdem könnt ihr mit euren Schwestern über das Netzwerk kommunizieren, lange bevor sie da sind. Das wäre toll. Susa, Ani, steht bitte auf. Admiral ruft Durox Base One. Drei Personen zum Teleport bereit. Energie. Was wollt ihr zuerst? Uns waschen. Und dann etwas essen. Auf jeden Fall etwas, das nicht nach Pilzen schmeckt. Ja, genau, auf jeden Fall. Dann werde ich jemanden bitten, euch in die Waschräume für Frauen zu bringen. Folgt mir bitte. Willkommen auf Durox, Admiral.
Womit kann ich Ihnen behilflich sein, Admiral? Ich möchte, dass Sie diese beiden, Susa und Ani, richtig verwöhnen. Selbstverständlich, Admiral. Bitte folgen Sie mir, meine Damen. Du wirst uns jetzt aber nicht alleine lassen. Sobald ihr fertig seid, werdet ihr mich hier finden. Nachdem Henry Ani und Susa in die Obhut von Florence gegeben hatte, ging er in aller Seelenruhe zu Gouverneur Norbu. Henry war sich sicher, dass die beiden Autresca wie alle Frauen, die er kannte, nicht unter 200 Dorsek aus dem Wellnessbereich zurückkamen. Ich habe mir so lange gewünscht, mich richtig waschen zu können. Ich weiß, du hast es jeden Tag gesagt, aber mir ging es genauso. Was hältst du von Henry? Zuerst hatte ich Angst vor ihm. Jetzt weiß ich, dass er uns nichts tun wird. Ja, stimmt. Anfangs war er mir unheimlich. Als nächstes möchte ich mit Talia und den anderen sprechen. Also zuerst möchte ich das warme Wasser genießen. Mir ist bis eben nicht bewusst gewesen, dass ich von diesem telepathischen Wesen Erinnerungen mitgenommen habe. Auf dem Planeten in Sektor Zeta 7 lebte ein Volk, dem Portaltechnik nicht unbekannt war. Das Artefakt, das von den Autresca-Schwestern entdeckt wurde, hatte nur einen einzigen Zweck: dem Telepathen zu entkommen. Wir müssen die Wüste von Durox systematisch nach Artefakten durchsuchen. Wenn sie hierher teleportiert sind, muss es hier auch Bauwerke geben. Zumindest Ruinen von den ehemaligen Bauwerken. Nach was suchen wir? Ich habe in der unmittelbaren Umgebung des Artefakts statische Aufladungen festgestellt. Ich gehe davon aus, dass der Sprung, den ich heute durchgeführt habe, die Anlagen zumindest für kurze Zeit wieder aufgeladen hat. Commander, binden Sie alle Wissenschaftssektionen in die Suche mit ein. Machen Sie deutlich, wie dringend es ist. Jawohl, Gouverneur. Sie entschuldigen mich, Admiral. Wäre es da nicht ratsam, weitere Schiffe hinzuzuziehen, um die Scannerleistung zu erhöhen? Grundsätzlich wäre ich dafür, doch in Anbetracht der Zeit, bis die Verstärkung da ist, befürchte ich, wird dies nichts mehr bringen. Sobald die Quer 2 und die River Gong C eingetroffen sind, wird die Scannerleistung verdreifacht. Während Admiral Henry mit Gouverneur Norbu die Einzelheiten des weiteren Vorgehens besprach, sahen sich die Autresca-Schwestern zum ersten Mal seit vielen Dorsek wieder, wenn im Moment auch nur über das Netzwerk. Dennoch war die Wiedersehensfreude sehr groß. Alle waren glücklich, endlich wieder vereint zu sein. Erst als die Quer 2 und die River Gong C auf Durox ankamen, beendeten die Schwestern die Kommunikation, um sich dann gleich darauf im Spa-Bereich der Raum Bs Durox One in die Arme zu fallen. Habe ich das richtig verstanden? Du hegst den Verdacht, dass es lange bevor die Sokoliraner diese Anomalie erzeugt haben, schon eine funktionierende Tortechnologie gab. Richtig. Ich bin durch beide Anomalien gereist. Die von Planet Zeta 7 wirkt auf mich stabil, im Gegensatz zu der Sokoliraner. Und das, obwohl sie so alt ist. Dann werden wir wohl alle diese klobigen Anzüge der Delta-Klasse tragen müssen. Talia, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Zeta 7 ist garantiert eine Ausnahme. Dass die Umgebung so lebensfeindlich ist, liegt an Magnus. Wenn wir schon beim Thema sind, wie konntest du dieses Wesen so weit wegschleudern? Ich habe mir die Aufzeichnung deiner Helmkamera wieder und wieder angeschaut. Ani und Susa haben uns eine Geschichte erzählt, wie du ihnen ganz offensichtlich telepathisch vergangene Ereignisse vermittelt hast. Wann wolltest du mir eigentlich erzählen, dass du das kannst? Bei meinem letzten Besuch bei Alana musste ich in einen Altar treten. Sie sagte mir, ich würde die Erkenntnis gewinnen, wie ich mit Magnus umgehen muss. Was ich danach erlebt habe, war für mich völlig wirres Zeug. Ehrlich gesagt, ich habe geglaubt, ich habe halluziniert. In Ordnung. Wie sieht unser morgiges Programm aus? Wir haben beim Scannen eine bereits terraformierte Region ausgemacht, in der eine statische Energie feststellbar war. Die möchte ich mit dir und deinen Schwestern morgen untersuchen. Am folgenden Morgen brachen Susa, Ines, Jasmin und Libby noch vor Henry und den anderen Autresca zum Reiseziel auf Durox auf. Sie wollten sicherstellen, dass keine Gefahren in der näheren Umgebung auf das Forschungsteam lauern. Als Henry widersprach, bekam er zum ersten Mal den geballten Redeschwall von 7 Autresca-Frauen zu spüren. Lachend fügte er sich in sein vermeintliches Schicksal, wohl wissend, wie es auf Zeta 7 gelaufen war.
Jasmin an den Landetrupp. Die Umgebung ist sicher. Talia, tut mir bitte einen Gefallen. Hört auf mit dieser Sonderbehandlung. Henry, traditionell gesehen bist du der einzige Mann in der Familie. Da ich aber keine traditionelle Beziehung will, habe ich sie gebeten, sich lediglich um deinen Schutz zu sorgen. Traditionell? Du meinst jetzt nicht... Oh doch! Aubacke. Jasmin, wo sind Susa, Ines und Libby? Sie sind drüben, hinter den Palmen. Dort liegen tatsächlich die Reste einer Behausung. Das muss ich sehen. Als Henry diesen Überresten näher kam, hatte er das Gefühl, diese Bauwerke schon einmal gesehen zu haben. In Anbetracht der Entfernung, wo er diese Bauwerke zum ersten Mal gesehen hatte, verwarf er jedoch diesen Gedanken wieder. Doch den Gedanken, dass es hier eine Verbindung geben könnte, wurde er nicht mehr los. Das Schicksal schlägt unvermittelt zu, wenn man es am wenigsten erwartet. Vielleicht dachte Henry, dass nichts passieren würde, da er lange Zeit in der Wüste von Durox gelebt hatte und die Erkundung als Familienausflug geplant war. Warum er auf die Schutzkleidung und seine Leibwächter verzichtete, würde sich schon bald zeigen und welchen Preis er dafür zahlen musste. Bitte sag was! Mein Rücken. Henry? Niemand bemerkte das schwache Leuchten, das aus Henry trat. Verena, Henry ist in ein Loch gefallen. Bewegt ihn nicht, ich komme mit einem Notfallteam. Wir kommen nicht an ihn heran. Talia, ganz ruhig, mir geht es gut. Ich sehe zu meinen Füßen einen Abgang, versuch den Eingang zu finden. Henry, beweg dich nicht. Hierher, ich habe einen Eingang gefunden. Jetzt erst wurde Henry bewusst, dass gleich nach dem Aufschlag eine Linderung seiner Schmerzen einsetzte. Von Parsec zu Parsec spürte Henry seine Kraft zurückkehren. Ganz offensichtlich besaß er jetzt eine extrem beschleunigte Selbstheilung. Admiral, wie geht es Ihnen? Dank meiner Selbstheilung schon wieder gut. Wir dürfen die Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr auf diese Weise fallen lassen wie heute. Ja, Verena, du hast recht. Ich werde mit Talia darüber reden. Talia, dem Admiral geht es gut. Bin ich froh. Schwestern, das muss uns eine Lehre sein. Im hinteren Bereich gab es urplötzlich einen exponentiellen Energieanstieg. In Anbetracht, dass keiner von ihnen einen Schutzanzug trägt, war ein Notfalltransport angezeigt. Ich streue ungern Salz in die Wunde. Aber ich sagte es heute Morgen schon, das ist keine gute Idee. Entschuldigung, ich fühle mich so schuldig. Das musst du nicht alleine. Das gilt für uns alle. Wenn wir das nächste Mal tun, dann nur in einem bereits erkundeten Gelände. Ich möchte jetzt den Ursprung dieses Energieanstiegs erkunden. Talia und Verena. Euch beide sehe ich im Wissenschaftslabor. Team Autreska macht sich mit der Navigation unserer Flotte vertraut. Seht euch an, was man verbessern kann. Das werden wir später bei einem Meeting genauer erörtern. An die Arbeit. Verstehe ich das richtig? Mit den Sonden gibt es keine Reaktion dieses Artefakts. Lucy vermuten, Reaktion nur bei Lebewesen da ist. Das ist auch meine Meinung, Admiral. Nachdem ich die Aufzeichnungen des Bodyguards analysiert habe, gehe ich sogar fest davon aus. Haben wir wenigstens eine Aufzeichnung von dem Artefakt selbst? Ja, sehen aus wie Computer. Objekt gescannt, haben keine Ergebnis. Henry, du gehst nicht schon wieder alleine dorthin. Admiral, da muss ich Talia recht geben. Ich schlage vor, dass Talia mit mir geht. Nach den beiden Äußerungen von Talia und Verena machte Henry ein Gesicht, wie wenn er in eine Zitrone gebissen hätte.
Kaum waren Verena und Talia in der Nähe des Artefakts, erwachte es. Diese Nachricht ist für denjenigen, der dieses alte Bauwerk findet. Der Planet Zeta 7. Wir versammelten uns in unserem geheimen Labor hinter dem Tempel, das für den Telepathen nicht erreichbar war. Wir ließen ihn im Glauben, wir würden für ihn beten. In Wirklichkeit arbeitete ich Xalara, Angehörige der Xolox, an einer Fluchtmöglichkeit für mein Volk aus der Knechtschaft. Seit Äonen wurden wir vom tyrannischen Telepathen unterdrückt, der mit seinen mentalen Kräften unseren Planeten kontrollierte. Doch nun war die Stunde unserer Flucht gekommen. Mein Volk nannte mich eine brillante Wissenschaftlerin. Ich präsentierte stolz meine revolutionäre Portaltechnologie. Ein schimmerndes Portal öffnete sich vor uns und wir traten mutig hindurch, entschlossen, der Kontrolle des Telepathen zu entkommen. Als wir den anderen Teil des Portals erreichten, befanden wir uns in einem unerforschten Teil des Universums. Doch was wir damals noch nicht ahnten, war die wundersame Auswirkung unserer Reise. Durch das Erschaffen dieses Portals hatte sich das Raum-Zeit-Kontinuum auf Durox stabilisiert. Ein Nullpunkt für alle Anomalien war ohne mein Wissen entstanden. Eine Verbindung zwischen allen Anomalien im Universum zentrierte sich jetzt auf Durox. Von Durox aus besuchten wir viele Welten in der Galaxie. Wir versuchten immer, Positives auf der jeweiligen Welt zu hinterlassen. Die meisten Welten, die wir besuchten, waren noch sehr primitiv und unterentwickelt, sodass wir sie nach geraumer Zeit wieder verließen. Bei all unseren Reisen haben wir eine Gemeinsamkeit festgestellt. Wir waren viel zu früh in unserer Entwicklung. Die Entwicklung der anderen Welten war so gering, dass sie uns jedes Mal als Gottheiten ansahen. Sie errichteten monumentale Bauwerke nur, um uns zu gefallen. Wir zogen uns in einen Teil der Galaxie zurück, der nur für hochentwickelte Spezies zu erreichen ist. Talia, meine Sensoren zeigen eine technische Anlage auf der anderen Seite an. Das will ich sehen. Ich denke, dass diese Vorrichtung einen Durchgang öffnet, ähnlich unserer Sprungtunnel und Fluchttunnel. Verenas Erkenntnis war aber noch kein Durchbruch. Jetzt galt es, die Sprache dieses alten Computers zu entschlüsseln. Dann erst konnte man daran denken, die eigentliche Funktion dieser Ringe zu erforschen. In der Zwischenzeit arbeitet Craig zusammen mit Mervyn, angespornt durch das Artefakt am eigenen Tor-System und dessen Verbesserung. Nachdem die erste Aufregung abgeklungen war, wurde allen klar, die Zeugen von Henrys Sturz waren. Etwas hatte sich bei Henry zumindest körperlich verändert. Er war nicht mehr derselbe Mensch wie zuvor. Dies wurde Henry selbst nie so bewusst. Er realisierte es erst, als er in die Tiefe fiel und auf den Boden prallte. Sein Verstand flüsterte ihm in diesem Moment: Das war es für dich. Die Schmerzen ließen fast augenblicklich nach und eine wohlige Wärme durchströmte ihn. Als Talia von oben in den Schacht rief, versuchte Henry sie zu beruhigen, mit mäßigem Erfolg. Dann teleportierte sich Verena mit dem Notfallteam direkt neben ihm. Sowohl der Scanner von Verena als auch der Cyborg bemerkten sofort, dass eine Veränderung bei Henry stattgefunden hatte. Stolz stellten sie fest, dass ihr Anführer nun etwas Besonderes darstellte. Wir erinnern uns, Henry wurde einst wegen den Baronium-Minen von Alana in ihre Welt gezogen. Sie erwähnte, dass er extrem schnell aufgestiegen sei, aber nicht, was das für ihn bedeutete. Als Henry mit dem Telepathen Magnus konfrontiert war, bat er verzweifelt um Hilfe bei Alana. Henry traf dort auf die Alten. Auf Geheiß von Alana sollte Henry in die Mitte eines Altars treten. Ohne zu ahnen, dass ihn dies zum Werkzeug des Ältestenrates machen würde, trat er in den Altar ein. Nicht nur als mächtiger Telepath, wie gedacht. Nun realisierte Henry plötzlich, er war unfreiwillig über sich selbst und seine Spezies hinausgewachsen und fragte sich besorgt, welche Auswirkungen dies auf seine Beziehung zu Talia haben würde. Er hatte eine Transformation durchlaufen, wovor andere Angst hatten. Eine ungewisse Zukunft lag vor ihm. Als Talia mit ihren Schwestern in der Kammer eintraf, registrierten die Bodyguards einen Energieanstieg und leiteten sofort einen Notfalltransport ein. Stunden später kehrten Verena und Talia in die Kammer zurück und begannen mit den ersten Analysen.
Es stellte sich heraus, dass nur Talia und ihre Schwestern diesen alten Alien-Computer aktivieren konnten. Weder die Cyborg noch Verena selbst konnten eine Reaktion des Computers hervorrufen. Als Henry in die Kammer teleportierte, um Gewissheit zu erlangen, reagierte der Computer ebenfalls nicht. Offensichtlich sah dieser ihn als Bedrohung an. Nur im Zusammenspiel mit Talia gab der Computer seine Geheimnisse preis. Sogar ein Tor öffnete sich auf Befehl von Talia. Doch sobald jemand anderes versuchte einzutreten, wurde das Tor geschlossen. Es stellte sich heraus, dass nur Lebewesen gemäß seiner Vorgaben Zugang hatten. Alles andere blieb draußen. Nun stellt sich also die Frage, ist es sinnvoll, dieses Tor unter diesen Umständen zu erforschen? Die Entdeckung des geheimnisvollen Alien-Computers und des verschlossenen Tors wirft viele Fragen auf. Sollten Talia und ihre Schwestern das Tor weiter erforschen, obwohl es nur ihnen Zugang gewährt? Was verbirgt sich hinter diesem Portal? Die Anwesenheit von Henry hat offensichtlich eine Veränderung ausgelöst. Ist er der Schlüssel zu den Geheimnissen dieses Computers? Es bleibt spannend, wie die Geschichte um den mysteriösen Sturz und die unerklärlichen Vorkommnisse in der Kammer weitergeht. Henry wurde während der Inspektion der neuen Drohnenschlachtschiffe mit Talia und Susa von Alana kontaktiert. Sie teilte ihm mit, dass die Xologs im Galaktischen Rat Anspruch auf Durox erhoben haben. Dies, obwohl sie seit mehreren tausend Dorsek nicht mehr auf Durox lebten. Henry müsse bis zum nächsten Sonnenzyklus seinen Widerspruch beim Galaktischen Rat einlegen. Henry, wir müssen reden. Ja, das sollten wir. Warum hast du Henry so verändert? Du denkst nur an dich, oder? Talia, Susa, lasst Alana zu Wort kommen. Mir gefällt es ebenso wenig, was aus mir wurde, aber gebt Alana zumindest Gelegenheit, sich zu äußern. Es gibt einen Galaktischen Rat. Darin gibt es 20 Flaggen. Eine der Flaggen wird von uns dem ältesten Rat von Aunara, den du schon kennst, gestellt. Des Weiteren gibt es die Flaggen von Zagras, Kanta, Sugox, Saidurs, Maglo, Entra und weitere 13, zu denen auch die Xologs zählen. Die 7 namentlich genannten, zu denen auch ich gehöre, sind die einzigen, die nicht von den Xologs abhängig sind und deswegen ihre freie Meinung hatten. Dies galt bis vor einem Dorsek. Vor einem Dorsek haben sich die Machtverhältnisse ungünstig für euch verschoben. Und deswegen musste Henry verändert werden. Oder wie? Henry hat doch mit eurem Machtspielchen überhaupt nichts zu tun. Talia, bitte beruhige dich. Alana, fahre bitte fort. Talia, ich verstehe deine Wut. Wenn ich mit meinem Bericht fertig bin, wirst auch du verstehen. In den letzten 20 Dorsek sind 5 Flaggen von den Xologs unterwandert worden. Der Galaktische Rat ist inzwischen nur noch eine Marionette der Xologs. Bis hierher betrifft es euch eigentlich nicht. Der Galaktische Rat ist normalerweise an dieser Dimension überhaupt nicht interessiert. Jedoch, die Xologs haben auch hier in dieser Dimension überall Artefakte hinterlassen, die ihnen mitteilen, wann eine Spezies höher entwickelt ist. Eines dieser Artefakte ist hier auf Durox. Ihr müsst es unlängst gefunden haben. Denn die Xologs erheben Anspruch auf Durox. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Warum war die Katze im Sack? Susa, das ist wieder eine menschliche Redewendung, daran wirst du dich noch gewöhnen müssen. Es ist eine Metapher für eine andere Situation. Vork, Diasos und meine Wenigkeit wussten, wenn der Galaktische Rat den Xologs das Eigentumsrecht von Durox anerkennt, seid ihr in Gefahr. Deswegen haben wir beschlossen, dich Henry mit so viel Macht auszustatten, dass du im Galaktischen Rat das Gleichgewicht wiederherstellen kannst. Muss mich der Galaktische Rat nicht vorher anhören, bevor er das Eigentum jemand zusprechen kann? Nur wenn du Kenntnis vom Galaktischen Rat hast und dort im nächsten Sonnenzyklus Widerspruch reinlegst. Dies hätte aber nur dann Gewicht, wenn dir mindestens 8 Flaggen beiseite stehen. Gibt es irgendwelche Regeln, an die man sich halten muss, wenn man Einspruch erheben möchte? Die gibt es nicht. Deine Reaktion auf die Baronium-Minen hat uns gezeigt, dass du ganz selbstverständlich den richtigen Weg nimmst. Da es jedoch unmöglich ist, 7 Flaggen an deiner Seite zu wissen, haben wir dir diese Macht gegeben. Könnt ihr sie mir auch wieder nehmen? Ich hoffe doch. Schon wieder beweist du selbst, wie richtig meine Entscheidung war. Ein verdorbenes Wesen würde diese Frage nicht einmal stellen. Nein, sie kann dir nicht wieder genommen werden. Henry, du musst in den Galaktischen Rat, sonst kriegen diese Schlangenköpfe Durox. Sie sind bereits auf dem Weg. Es ist eine Flotte von 10 Schiffen auf dem Weg nach Durox. Wann werden sie da sein? Die Flotte der Xologs reist mit einer maximalen Geschwindigkeit von einfachen Hyperdrive. Vrock sagte, dass du sie aufhalten kannst und wirst.
Ebenso wie du es mit den Tarax und Soxas getan hast. Aus welcher Richtung kommen sie? Ihr Heimatsystem befindet sich hinter Zeta 7. Bei dieser Geschwindigkeit sind sie frühestens in 15 bis 20 Dorsek hier. Warum fliegen sie so langsam? Ihre Schiffe sind dazu nicht in der Lage. Xolox haben ein Feudalsystem. Bei ihnen ist das Aussehen und die Größe der Schiffe wichtiger als die Technik. Man darf sie jedoch nicht unterschätzen. Ihre Waffen sind ebenso stark wie die der Tarax. Wenn ich im Galaktischen Rat auftrete, auf was muss ich achten? Zeige allen Anwesenden, dass du ein Telepath bist. Lass sie deine Wut spüren. Zeige ihnen, dass deine Präsenz den gesamten Galaktischen Rat erfüllt. Nehme deine Gefühle nicht zurück. Ich werde auch dort sein, dir aber nicht direkt helfen können. Wenn du deine Sache richtig gemacht hast, wird das oberste Ratsmitglied mich dies wissen lassen. Dann erst kann ich die Saat des Zweifels säen. Wie gesagt, es gibt keine Regeln für die Streitigkeiten unter den Ratsmitgliedern. Wenn du es schaffst, die Xolox vor allem bloßzustellen, sie sogar zu erniedrigen, werden sich viele der Flaggen, die bis jetzt zu den Xolox gehalten haben, an deine Seite stellen. Nur damit ich das richtig verstanden habe. Ihr habt keine Regeln, wie solch eine Konfrontation abläuft bzw. wie sie abzulaufen hat. Auf unserem Planeten gibt es dafür Regeln. Der Galaktische Rat garantiert jeder Flagge das Recht, sich auf ihre Weise zu verteidigen. Auf ihre Weise? Egal wie unsere Weise aussieht? So ist es. Nachdem Alana verschwunden war, rief Henry seine Leute im neuronalen Netzwerk zusammen. Dringlichkeitsstufe 1, roter Alarm. Dieses von uns gefundene Artefakt ist eigentlich eine Mine gewesen. Es dient nur einem Zweck festzustellen, ob wir intelligent genug sind, damit man uns vertreiben kann. Mein Plan sieht folgendermaßen aus. Verena, Talia und deine Schwestern, ihr werdet mit der Quert 2 unsere Grenzen absichern. Sobald ihr fremde Schiffe ausmacht, schickt eines der neuesten Drohnenschiffe, dann entzieht ihnen die gesamte Energie. Übermittelt mir dann über das neuronale Netzwerk, was ihr gefunden habt. Die restlichen Kreuzer halten sich bereit zu einer Machtdemonstration. Ich denke, es muss ein für alle Mal klargestellt werden, dass wir dieses Verhalten nicht dulden. Mervin, ich brauche von dir 20 neue Drohnenschiffe. Diese Schiffe fliegen ab jetzt in der Entfernung einer galaktischen Einheit Patrouille. Sie haben dann sofort Meldung zu machen, wenn sich etwas bewegt. Ab jetzt gilt bis zu meiner Rückkehr maximaler taktischer Alarm. Als Henry die Dimension nach Aunara öffnete, verbreitete er ganz bewusst Panik. Seine Ankunft sollte allen im Gedächtnis bleiben. Sie haben den Sektor von Durox ohne Erlaubnis betreten. Gemäß den Gesetzen von Durox sind Ihre Schiffe havariert. Havarierte Schiffe gehören dem Finder. Herr, unsere Flotte wurde angegriffen. Wir haben keine Energie mehr. Nachdem Henry den Galaktischen Rat betreten hatte, wurde er offen belächelt. Die ganzen Delegierten des Galaktischen Rates wussten jedoch nicht, dass Henry sie schon manipulierte. Ich rufe den Beklagten in den Galaktischen Rat. Seht nur, wie er angekrochen kommt. Was für ein lächerliches Menschlein. Hoher Galaktischer Rat, ich bin neu hier, deswegen möchte ich etwas richtigstellen. Ich nehme an, Sie haben Regeln, wie ein Disput zwischen zwei Mächten ablaufen muss. Es gibt keine Regeln, wie ein Disput zu handhaben ist. Ich danke Ihnen, Hoher Galaktischer Rat. Das vereinfacht natürlich mein Anliegen ungemein.
Dieser kleine Wicht kennt nicht einmal unsere Gebräuche. Er erlaubt sich aber, meinen Planeten in Anspruch zu nehmen. Admiral, wir haben diese Flotte gefunden. Ihr derzeitiger Zustand ist bewegungsunfähig. Vertreter der Xologs, wissen Sie, warum wir nach Regeln fragen? Ich nehme an, Sie wissen es nicht. Meine Spezies führt untereinander Kriege seit über 1000 Dorsek. In diesen Kriegen sind Millionen gestorben. Es wären noch mehr, hätten wir keine Regeln. Dass Sie auf keine Regeln bestehen, entbindet mich dann von allem. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Flotte auf, jetzt sofort. Ich kann Ihnen sagen, warum Sie keinen Kontakt mehr bekommen. Eines meiner kleinen Schiffe hat sich Ihre gesamte Flotte vorgenommen. Nennen Sie mir eine Zahl von 1 bis 10. Es sind doch 10 Schiffe. Diese Schiffe werden dann von meinem kleinen lächerlichen Schiff vernichtet. Lassen Sie uns doch sehen, was passiert. Es macht keinen Sinn, nur prahlend im Raum zu stehen. Diese Lektion müssen Sie jetzt lernen. Ich nenne Ihnen ein paar Zahlen 3, 9, 7. Und schon ist Ihre Flotte 3 Schiffe kleiner. Dieses Spiel kann ich den ganzen Tag treiben. Leider haben Sie nicht genügend Schiffe. Havarierte Schiffe gehören dem Finder. Ich denke, ich rufe meine ganzen Schiffe zusammen und lasse Ihre havarierten Schiffe ausschlachten. Dir werde ich... Wo ist Ihr großspuriges Getue? Aber lassen Sie mich eines klarstellen. Galaktischer Rat, wenn diese mit Blattgold angeleckte Spezies das Beste ist, was Sie zu bieten haben. Sollten Sie Ihre Einschätzung von Brutalität noch einmal neu bewerten? Was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht verhandelbar. Es ist eine Tatsache, die geschehen wird, sobald der Fall eintritt. Nehmen Sie Duroks als Mittelpunkt. Eine galaktische Einheit um diesen Planeten gehört mir. Havarierte Schiffe gehören dem Finder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. In seiner Gegenwart bekommt man Angst. Wir sollten ihn uns nicht zum Feind machen. Alana hatte die Saat des Zweifelns auf nahrhaftem Boden gesät. Henry hatte seine ganze Wut in den Galaktischen Rat strömen lassen, als er die Halle verließ. Insgeheim hoffte er, dies nicht wiederholen zu müssen. Als Henry vom Galaktischen Rat nach Duroks zurückkehrte, wurde er sofort von Verena informiert, dass sie den gesamten Schwarm in den Sektor von Duroks zurückgerufen hatte. Die Besatzung der aufgebrachten Xolux-Schiffe war an Bord des Drohnenkreuzer genommen worden. Die Schiffe wurden noch an Ort und Stelle vollkommen recycelt. Die Aufzeichnung vom Aufbringen der Schiffe bis zum Recyceln der Schiffe wurde an die Heimat Welt der Xolux gesandt. Verena war sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hatte Kommunikationsbojen auslegen lassen, die ebenfalls diese Aufzeichnung an näher kommende Schiffe aussendete. Den gefangengenommenen Xolux war eines deutlich bewusst geworden. Der Schwarm war ihnen deutlich überlegen. Umso verwunderter waren sie dann, als sie die Wahl hatten, frei auf Duroks zu leben oder in ihre Heimat zurückzukehren. Der Großteil von ihnen war weiterhin ihren Herren treu ergeben. Sie verließen Duroks. Wir sind die Entra. Wir haben euch das erste Mal im Galaktischen Rat gesehen. Wir bitten euch um Asyl. Henry war nur wenige Wochen zuvor im Galaktischen Rat erschienen und hatte auf Geheiß von Alana seiner Wut dort Luft gemacht. Jetzt meldete sich die erste der Flaggen Entra und bat um Asyl. Henry wollte gerade Talia und Verena befragen, was sie von der Sache hielten. Doch da drehten sich beide, ohne dass Henry ein Wort sagte, schon in ihren Stühlen zu ihm um. Kann das echt sein? Gute Frage. Kannst du keinen Kontakt mit Alana aufnehmen? Ich wäre diesbezüglich vorsichtig. Wir wissen nicht, ob wir damit Alana in Schwierigkeiten bringen. So wie ich den Bericht des Admirals verstanden habe, ist diese Welt jetzt im Umbruch. Richtig. Dennoch haben wir keinen Anhaltspunkt, ob die Entras nicht doch ein falsches Spiel spielen. Gehen wir davon aus, dass es so ist. Wie gehen wir also vor? Denn ihren Ruf müssen wir beantworten. In der Zwischenzeit sind so viele Sektoren auf Duroks terraformiert worden. Können wir sie nicht in einem dieser Sektoren weit ab von den anderen, natürlich nur zu ihrem Schutz, dort unterbringen? Dann hätte man ihrem Ruf nach Asyl stattgegeben, sie dennoch nicht integriert.
natürlich nur zu ihrem Schutz. Soweit die Theorie, wie machen wir das in der Durchführung? Der neue Sektor 24 wäre eigentlich bezugsfertig. Er besitzt jedoch noch keine Anbindung an das Transportsystem. Sie könnten also nicht überall urplötzlich auftauchen. Ich werde in Sektor 24 Cyborg in vollem taktischen Zustand als Wächter patrouillieren lassen. Du willst sie belauschen? Talia, wie willst du sonst herausfinden, ob es echt ist, was sie uns sagen? Talia, ich mag dieses heimliche Zuhören auch nicht. Erinnere dich bitte an die Tarax. Sie haben uns seinerzeit mit dieser Rettungskapsel eine Bombe untergeschoben. Ich gehe einfach davon aus, dass uns die Xolox irgendeinen Kuckuck unterschieben wollen. Henry, was ist ein Kuckuck? Admiral, meinen Sie diesen Vogel? Richtig, Verena. Talia, es ist so, dieser Vogel legt seine Eier in fremde Nester und lässt sie dann von den anderen Vögeln ausbrüten. Treffender könnte man unsere derzeitige Situation nicht beschreiben. So langsam verstehe ich deine Metapher. Ich möchte, dass ihr beiden, noch bevor die Entra auf Durox ihren ersten Schritt machen, sämtliche systemrelevanten Geräte aus Sektor 24 entfernt. Jede Anfrage sei es zum Replizieren von Nahrung, Kleidung oder auch nur einem Nagel. Damit meine ich jedes kleinste Teil, das man zum Bau von etwas anderem benutzen kann, muss als Anfrage über dich gehen, Verena. Bevor du etwas replizierst, gleichst du alles mit uns bekannten Bauplänen ab. Sollte etwas, auch nur möglicherweise in einen dieser Baupläne passen, replizierst du es in einer anderen Materialqualität. Jawohl, Admiral. Henry teleportierte mit Absicht in die neu errichtete moderne City von Durox. Er wollte nicht, dass die Kommunikation direkt über die Quert geht. Es sollte sich sehr schnell herausstellen, dass sein Bauchgefühl richtig war. Entschuldigen Sie bitte, ich war gerade in einem anderen Sektor unterwegs. Es gab so viele in diesem galaktischen Rat, die bereit waren, diesen Planeten an die Schlangen herzugeben. Deswegen verzeihen Sie mir, wenn ich etwas argwöhnisch bin. Ich verstehe, was Sie meinen. Ich würde dies gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen ausräumen. Es steht Ihnen jederzeit frei, zu uns an Bord zu kommen. Das freut mich zu hören. Natürlich komme ich Ihrem Angebot sehr gerne nach. Erwarten Sie mich in wenigen Parsec. Sämtliche Kommunikationskanäle werden heruntergefahren. Es gab einen Versuch, über unser Kommunikationssystem einzudringen. Das hat nicht lange gedauert. Henry, du willst doch wohl nicht wirklich dorthin gehen? Ich denke, ich werde mir das Schiff anschauen. Verena, öffne mir einen Kanal zum Destroyer Durox. Admiral, Sie können sprechen. Beatrice, ich brauche einen deiner besten Piloten. Ich habe nicht viel Zeit, den Piloten zu unterweisen. Er muss also mit einem experimentellen Jäger wirklich schnell klarkommen. Henry, da habe ich die richtige Pilotin für dich. Wenn du Flügel an eine Kiste klebst, wird sie die Kiste fliegen. Ich schicke sie dir an Bord. Ich danke dir, Beatrice. Oh, Admiral, ich hatte nicht erwartet, dass Sie selbst den Teleport vornehmen. Leutnant Scarlett, willkommen an Bord. Wir haben nur wenig Zeit, Leutnant. Inwieweit sind Sie mit der neuen Phantomtechnik von Craig vertraut? Nur das Wenige, das ich in Erfahrung bringen konnte im Netzwerk. Ich habe einen Phantomjäger für zwei Personen. Es ist ein vollkommen übermotorisiert und waffenstrotzendes Vehikel. Wie darf ich das mit dem übermotorisiert verstehen? Der Jäger ist in der Lage, im dreifachen Hyperdrive einen Fluchttunnel zu öffnen und zu verlassen. Der Phantomantrieb ermöglicht uns jederzeit einen Sprung in Echtzeit. Admiral, was meinten Sie mit Waffenstrotzenden? Der Jäger hat zwei neunläufige Geschütze an jedem Flügel. Er verschießt nur ballistische panzerbrechende Munition. Wir haben es bei allen uns bekannten Legierungen versucht. Die einzige Legierung, die standhält, ist die des Schwarms. Und dies auch nur, wenn es keinen Dauerbeschuss gibt. Wow. Sind Sie bereit, Leutnant? Wir sollten weniger reden. Admiral, wo steht das Baby? Admiral, das sind aber mehr wie ein Phantomjäger. Ich weiß von Captain Beatrice, dass Sie einer der besten Piloten unserer Flotte sind. Wenn Sie diesen Auftrag mit mir erledigt haben, wird das Ihre Staffel sein. Unter Ihrem Kommando. Was ist mein Auftrag? Wir wurden von einem der Ratsmitglieder aus dem Galaktischen Rat um Asyl gebeten. Da ich Alana nicht befragen kann, ob die Entra vertrauenswürdig sind oder nicht, müssen wir das herausfinden, denn offenbar gab es einen Versuch, in unsere Systeme einzudringen. Doch mal im Ernst, wer ist so blöde und macht das so offen? Da stimmt etwas nicht. Dann wissen die nichts von unseren KI. So ist es. Admiral, sitzen Sie gut? Ja, Leutnant, Sie können starten. Dann mal los. Phantom Jäger and Navigation. Ich benötige die Koordinaten des fremden Schiffs. Daten werden übertragen. Guten Flug. Habe die Koordinaten empfangen. Danke, Navigation.
Wir sind im vollen taktischen Zustand. Ich liebe das Schiff jetzt schon, Admiral. Schnell ist untertrieben. Leutnant, sehr gut. Bringen Sie uns so nahe wie möglich an das Schiff. Scarlett näherte sich behutsam dem Raumschiff der Entra auf wenige Klicks. In der Zwischenzeit erweiterte Henry sein Bewusstsein, um die Person zu finden, mit der er den ersten Kontakt hatte. Scarlett musste mehrmals ihre Position ändern, bis es Henry gelang, die gesuchte Person ausfindig zu machen. Vorsichtig drang er in das Bewusstsein vor. Er erfuhr ihren Namen, Dro. Er spürte eine unbestimmte Unruhe, die diese Person belastete. Schritt für Schritt tauchte Henry tiefer in Dros Gedankenwelt ein und plötzlich sah er das Bild eines jener gefährlichen Schlangenkrieger vor seinem geistigen Auge. Dieselben Kreaturen, denen Henry im Galaktischen Rat begegnet war. Die Xolox hatten das Schiff samt Besatzung unter ihre Kontrolle gebracht. Darunter befanden sich viele der Xolox, die Verena sicher nach Hause eskortiert hatte. In Dros Gedanken waren schwarze Behälter präsent, vor denen sie große Furcht empfand. Henry wagte es, tiefer in Dros Bewusstsein einzudringen, wohl wissend, um das Risiko entdeckt zu werden. Ein Wort hallte durch sein eigenes Bewusstsein und ließ ihm einen eisigen Schauer über den Rücken laufen. Baronium. Dann zog sich Henry ebenso behutsam aus Dros Gedanken zurück, wie er eingedrungen war. Kurz bevor er vollständig abbrach, vernahm er einen verzweifelten Appell. Bitte hilf uns. Die Bilder, die Henry durch die Augen von Dro gesehen hatte, waren verstörend. Er gab Scarlett die Anweisung, auf Abstand zu gehen, sich jedoch vollkommen ruhig zu verhalten. Im Anschluss ging Henry in das neuronale Netzwerk und begann dem Schwarm die Situation zu schildern. Ich habe gerade das Bewusstsein einer weiblichen Entra gelesen. Die Bilder, die ich gesehen habe, waren verstörend. Überall in den Korridoren auf diesem Schiff liegen Verletzte. Das Schiff wurde von den Xolox mit Gewalt übernommen. Sie haben so viel Baronium an Bord, dass es mit Sicherheit hier eine Verwerfung mit einer anderen Dimension gibt. Wenn wir hier sind und das Ding hochgeht, gibt es uns nicht mehr. Es müssen sämtliche Baronium-Behälter mitsamt den Xolox aus dem Schiff teleportiert werden, und das möglichst gleichzeitig. Des Weiteren muss das Schiff gescannt werden, damit nicht noch weitere Überraschungen auf uns warten. Die Entra müssen medizinisch versorgt werden. Da ich nicht weiß, wie weit das Schiff manipuliert ist, muss es desintegriert werden. Zeit ist das, was wir momentan nicht haben. Noch während Henry sprach, startete Verena sämtliche Schiffe des Schwarms zur Position ihres Anführers. Die KIs hatten alle Schiffe übernommen und arbeiteten mit Hochdruck daran, die Xolox mitsamt ihrem Baronium aus diesem Teil der Galaxie zu entfernen. Als die Schiffe aus ihren Sprungtunneln kamen, waren sie in vollem taktischem Zustand. Jeder Teleporter und Scanner wurde sofort eingesetzt, um das Baronium und die Xolox vom Schiff der Entra zu entfernen. Im zweiten Schritt wurde die gesamte Besatzung der Entra an Bord der Schiffe des Schwarms genommen. Die neuen Drohnen-Schlachtschiffe begannen danach sofort mit der Desintegration des Schiffs der Entras. Verena sorgte dafür, dass der Musterpuffer mit dem Baronium samt den Xolox spurlos verschwand. Einen halben Zyklus später, in der neuen Heimat der Entra auf Durox. Ich möchte Sie hier auf Durox herzlich willkommen heißen. Wir alle stehen tief in Ihrer Schuld, was Sie für uns getan haben. Was meine Partnerin sagen möchte, danke. Aus unerklärlichen Gründen ereignete sich genau einen Zyklus nach dem Vorfall die Katastrophe auf der Heimatswelt der Xolox. Der Kern des Planeten wurde schlagartig von Gravitationswellen erfasst und explodierte.